Hallihallo und willkommen zu einer neuen Folge von Let's Manage Together. Dröhnt. Ja, die Pfeife Walburg ist natürlich auch wieder dabei, kennt ihr ja schon. Ja, kurzes Fazit nochmal zum Spiel. 2-2 gegen die Blackburns. Ich meine, immerhin, wie ihr links sehen könnt, haben wir unseren fünften Platz verteidigt, aber ja, es wäre vielleicht noch mehr drin gewesen. So, wenn man es mal auf die grundstatistischen Werte zurückführt, mehr Schüsse aufs Tor, mehr Schüsse generell und mehr Ballbesitz und alles. Ja. Aber die Leitsätze von Blackburn Rovers, Fähigkeit und Arbeit, oder wie sie auf Lateinisch sagen, Arte e Labore, ja, dem sind sie ein bisschen gerecht geworden. Haben gut dagegen gehalten, immer wieder. Also, als. Zumindest gegen im Mittelfeld, was ich mitbekommen habe. Ja, das zweite Tor war so ein bisschen, ich will nicht sagen unglücklich von unserer Seite, aber eigentlich schon, weil das war irgendwie so ein Gewurstelball. Also ich muss mir das echt nochmal genauer angucken, aber irgendwie war das komisch. Vielleicht könnt ihr mir da schreiben, wie eure Eindrücke da sind, wenn ihr es nochmal anguckt, aber ich fand das irgendwie wild. Vermutlich habt ihr es eh schon unter das letzte Video geschrieben und Wahrscheinlich, ja. wir nehmen einfach schon wieder ein bisschen vorab auf. Das alte Problem, wenn man halt zweit aufnimmt, braucht man immer so ein bisschen, ja, Vorlaufzeit, dass man auch Gemeinschaftszeit hat. Also deshalb bitte nicht böse sein, wenn wir erst ein bisschen später auf eure Sachen eingehen. Wir sehen es halt nicht früher. Aber wir versuchen es so bald wie möglich einzuarbeiten. Aber ihr müsst ja auch uns zuliebe verstehen, wir versuchen schon, wenn wir mal aufnehmen, dann auch möglichst lang aufzunehmen, dass die Parts auch nicht zu lang dauern. Also bis neue gibt. So rum. Nun gut, aber wir gehen mal wieder rein ins aktuelle Tagesgeschehen. Ja, da hat sich schon, wir haben schon mal so grob zumindest die Nachrichten überlesen, so am Anfang. Und da haben wir nicht so lustige Sachen gelesen, aber jetzt mal. Gerade in Richtung Stürmer und verletzt. Aber jetzt erstmal der Reihe nach. Also Obertin ist jetzt stärker, das ist schön. Paulu Met fühlt sich etwas Wer ist unterbezahlt. das? Gehen wir mal ganz kurz noch rein. Das müsste einer aus unserer Reserve, genau aus der Reserve. Da braucht er gar nicht den Mund aufmachen. Ja, ich meine, wenn der noch ein bisschen spielt, kann er ja schon noch ein bisschen stärker werden. Aber jetzt, wie viel verdient denn er? Okay, 34.000 ist jetzt auch nicht so. Way! Wer war das nochmal? Paul Dumet. Ich weiß. Brötchen, nee. Wurst. Ja, die Frage ist, lassen wir es erstmal so oder geben wir ihm mal Ein Satz heißer Ohren. 10% mehr? Da stehen die, glaube ich, voll drauf, wenn man ihnen 10% mehr gibt. Von 34.000, ja, das kann man sich ja noch locker leisten. Sind wir bei 37.300, ja. Das machen wir mal. Sollen wir es mal probieren? Weil hier steht nämlich so ein tolles Ding, Grundgehalt um 10% erhöhen. Das klingt auch super. Ha, schweren Herzens, ja. Freut er sich und uns kostet nichts. Schweren Herzens geben wir Paul Dumet 3.400 mehr. Dummett. So, unsere Reserve hat natürlich gewonnen gegen Blackburn. Welche Überraschung. Ja, und hier seht ihr schon unsere Verletztenliste. 3 Tage ist zwar nicht viel, aber wenn es öfters vorkommt, beziehungsweise wenn schneller Spiele nacheinander kommen, könnte das ganz schön doof ausgehen. Wadenprellung, Leistenzerrung. Und wir hatten so den kleinen, ja, die Entscheidung getroffen eigentlich, dass wir einen neuen Stürmer brauchen. Einen, der auch wirklich was reißt. Also Ja, eine Alternative ist. durchaus. Weil 3 gute Stürmer, sag ich mal, sind halt doch vielleicht zu wenig. Gut, die Frage ist, ob wir gleich mal nach einem gucken oder ob wir das dann Richtung Winterpause machen, wenn dann vielleicht noch der ein oder andere, ja, ein bisschen günstiger wird. Dabei können wir eh niemanden verpflichten, oder? Dabei bringt's. Sagen wir mal so, wenn wir ihn jetzt verpflichten, Der ist ja in der Winterpause erst da. kommt er eh erst im Wie schaut's Januar. mit Vereinslosen aus?
Können wir mal kurz gucken? Kommen die sofort? Ja, da bin ich mir nicht sicher. Aber ich fürchte da, dass halt, Wie schlau der EA ist? ich fürchte, dass es auch erst gegen Januar kommt. Aber das ist wieder so eine Frage für unsere Community, würde ich sagen. Weil wir müssen jetzt ja noch nichts machen, weil wir, ja, notfalls kommt er dann eben in 3 Wochen oder so. Wenn wir, Drei Wochen. ich denke, zwischendurch kommt ja, wir machen jetzt ja eh dann, wenn wir die Aufnahme fertig haben, wieder ein klein bisschen Pause, dass wir wieder, ja, ich sag Auf eure mal, Sachen eingehen können. Kommentare nachholen können, genau. Ja, oder? Würde ich sagen. Und dann könnt ihr uns ja gerne schreiben, wenn ihr das besser wisst, ob vereinslose Spieler gleichkommen oder ob wir da eine Weile warten müssen. Also bis die Transferliste wieder offen ist. Wäre mal interessant. Gut, aber wir machen trotzdem weiter, oder? Wir Würde ich sagen, ja. lassen mal weiter simulieren die Woche. Ach, das Simulier ist doch bloß. Dan the Man, der simuliert immer nur. Er macht gar Der nichts. macht doch gar nichts. So, nächster, wie wir schon angekündigt haben, Birmingham City. Oh, jetzt kommt noch eine Pressekonferenz. Was ist Ihr Geheimrezept für die gute Stimmung in Ihrem Team? Wir haben alle die besten Jobs und die besten Fans überhaupt. Da gibt es überhaupt keinen drunter. Trauer. Ja. Gute Frage, nächste Frage. Wir stehen gut da und sind nicht nur Arbeitskollegen, sondern Freunde. Ich würde das nehmen. Das Letzte. Ja, dann umarmen wir uns alle. Wir stehen nicht nur gut da und sind nicht nur Arbeitskollegen, sondern Freunde. Wenn dem einen oder anderen von euch jetzt ein bisschen Angst geworden ist um mich, nein, es geht mir gut, es ist alles gut. Wir stehen vor allem hintereinander. Hinter dem anderen. Also Nicht nur in der Dusche. Gefällt allen, ja? ja, Fanbeliebtheit und die Stimmung ist super. Bestimmung. Stimmung ist 1A. Ja. Gut. Da stehen sie total drauf. Das freut uns. Die internationalen Alltag nach der Königsklasse ist uns völlig egal, weil wir nicht dort sind. Sechs Teams haben verloren. Oh je. Also falls es euch interessiert, könnt ihr da gerne an dieser Stelle auf Pause drücken. Ich habe ja so ein bisschen Zeit gelassen. Und wir gehen gegen Birmingham City. David Santon möchte eine Pause. Ihr Spieler meint, bittet sie um ein persönliches Gespräch. Er meint, dass er dringend eine Pause benötige. Ich bin müde. Oder nein, es ist ein Italiener. Ich bin ja müde. Ja, derzeit bringe ich einfach nicht meine Leistung. Wie Boah, reagieren Sie? Eigentlich könnten wir den schon mal rausnehmen, wenn er sich schon so sehr wünscht, oder? was hat denn der denn für einen Charakter eigentlich? Müde? Also, ich meine, total. Schläfrig. Flexibel, ehrgeizig, anpassungsfähig und professionell. Okay. Das ist Und dann schon. fängt er jetzt schon an mit müde. Mann. Ja, wobei 68, da würde ich definitiv auch drüber nachdenken, ehrlich Nach drei gesagt. Spieltagen. Ja, wir sind schon bei Spieltag 7 jetzt. Ja, lass mich doch mal übertreiben. Ja, machen wir das mal. Seine Form ist jetzt auch nicht unbedingt die beste. Und David Santon ist erfreut. Allein dadurch, dass wir gesagt haben, ja, leg dich hin, ruh dich aus. Schlaf dich Ja. aus. 3 Moralpunkte. Das haben wir den Schmu von vorher schon wieder ausgeglichen. Wenn. Bendtner und Cissé sind wieder fit. Jawohl. Und Okay. wir haben einen Scout-Bericht. Hat einen Bericht über Spieler in England abgeschlossen. Er hat 10 Spieler beobachtet. Sollen wir da jetzt vielleicht nochmal kurz in die Scouts reingucken, oder? Ja, machen wir das mal. Und wen hat er da jetzt neu? Ich gehe hier mal auf Stärke einfach, dass wir mal sehen, wer hohe Stärkewerte und Chris Haley mit 19, linker Verteidiger und 69. Wenn ihr euch jetzt fragt, die haben doch schon 4 linke Verteidiger. Balvorik und ich sind so ein bisschen Man kann nie genug haben. Transfermarkt-Fetischisten. Weil ich sehe jetzt hier auch keinen direkten Stürmer. Also das heißt, Nee. hier ist eh erstmal nichts direkt Interessantes für uns drin. Ich meine, Ireland kann da nicht auch Stürmer spielen, aber der ist halt auch schon 26, ne? Nee, kann er nicht mal. Okay, hat sich erledigt. Wen haben wir da? Liverpool? Aye. Oh, weg.
Ireland, meinst du? Der Aston Villa. Emanuel Agge irgendwas, okay. Emmanuel, irgendwas? Achso. Defensiver. Ja, ich meine, wir können ihn schon mal reingucken, aber ich glaube. Ja. Ghana. Ja, 8 Millionen Pfund Marktwert. Locker. Und schon ist er wieder raus. Locker. Obwohl der echt gut ist. Ich nehme ihn mal ins Blickfeld, einfach weil da ja noch Platz zu sein Weil wir es scheint. können. Weil da ja Platz zu sein scheint. Charakter fotografiert gerne. Mediengewandt. Ah. Okay. Mediengeil. Okay. Gehen wir weiter, oder? Wir haben jetzt eh Ups, nichts. da guck mal nach runter bei den Positionen. Gibt es noch einen Stürmer eventuell Nee, bei den leider, Spielberichten? leider gar nicht. Und Spielberichte selber kann man sich nicht angucken. Du kannst dir in den Statistiken, glaube ich, die Oder Spielberichte geht es angucken. hier auf B? Kann man, oder ist das wieder löschen? Wie auf. Nee, nee, Warte jetzt mal, wo du auf B. nochmal raus. Das hier Rechts. ist Spieler behalten. Hä? B für behalten, weil das ändert sich ja hier immer wieder, Okay. diese Spielerberichte. Alles klar. Spannend. Von dem her kannst du, wenn du Ist einen sehr drin behalten logisch willst. gemacht. Es gibt Spielerberichte, aber man kann sie nicht abrufen. Ja, das hilft Ja, uns sehr viel. genau. Wie auch immer. Ah, und was wir vorher übersehen haben, ist der Punkt, wo du gerade bist. Scouts ohne Aufgabe automatisch das Blickfeld Und schon ist scouten ein Haken dran. lassen. So viel zum So Thema, ging das das also. geht gar nicht. Ja. Okay, ja. Überzeugt. Ist ja gut. Die Frage ist, ob wir uns jetzt, wie viel Zeit sind wir denn vor dem nächsten Spiel? Wir sind 3 Tage vorher. Sollen wir uns jetzt mal Birmingham mal ein bisschen genauer angucken? Ja. Haben wir letztes Mal nämlich leider auch vergessen. Genau. Da wahrscheinlich haben wir deshalb 2-2 gespielt. Nein. Wir haben es nicht genug analysiert. So. Die sind auch in der zweiten Liga, in echt, auf Platz 14 dabei, also mittig. Okay. Mittig mit Tendenz nach unten. Okay. Sie haben Peter Löwenkranz von Newcastle. Der saß sowieso nur auf der Bank. Der spielt da aber schon länger, Der wird oder? danach bei Newcastle spielen, wahrscheinlich im Spiel. Nee, bei uns nicht mehr. Sonst hätten wir ihn ja noch Haben gesehen. wir? Nee, nee, da ist kein Löwenkranz mehr. Okay. Dann haben wir ihn schon angebracht. Stephen Cardwell, ist das der Bruder von Gary Cardwell? Vielleicht. Möglich. Möglich. So. Richtig, genau. Richtig. Okay. Sollen wir hier auf die aktuelle Birmingham-Mannschaft hier im Spiel noch kurz Ja, machen wir mal. drüber schauen? Also im Tor Moya, der sagt mir irgendwas, ist glaube ich ein Spanier. Der sagt mir nichts. Ja, ist ein Spanier von Valencia ehemals. Valencia. In der Verteidigung rechts Steven Carr, der alte Ja. Mann, oder? Müsste mittlerweile schon älter sein. Sieht sehr alt aus auf dem Foto. 36. Ja, 36, genau. Dann, Aktuell verletzt. okay. Spielt immer noch bei Birmingham, demnach. Innenverteidiger Pablo. Und Anton Ferdinand. Nee, sagt man nix. Sagt mir auch nichts, aber ja, wir brauchen jetzt auch nicht jeden im Detail zu stark angucken. Die sind jetzt auch nicht übermäßig stark, also das ist unsere Innenverteidigung durchaus stärker. Ja. Philipp Bardsley auf links. Bartley. Der ist gar nicht so schlecht mit seinen, also Spielstärke 74 jetzt. Der muss auch von woanders sein. Position, also seine beste Ding ist Lauffreudigkeit, seine beste Stärke. Okay. Das heißt, der wird wahrscheinlich öfters rauf und runter laufen. Hier Der ist der. mit 74 gar nicht so schlecht. Der beste von denen ist der Torwart. Interessanterweise, Schlecht. dass hier auch Julian Draxler spielt, aber da kommen wir gleich noch dazu. Defensives Mittelfeld, Da leuchten die Augen von Dagomi. Jonathan Spector. Der sagt mal was. Der war mal bei West Ham wahrscheinlich, oder? Ja. Ja, die haben den immer noch. Okay, das heißt, er ist nur im Spiel gewechselt demnach, oder?
Oder ist der bei Birmingham immer noch? Der ist noch bei Birmingham. Alles klar. Okay. Dann Guirane Nur Ndamb. spielt der in der Abwehr, aber ja. Der wird wahrscheinlich so flexibel sein, dass er sowohl als auch spielen könnte. Dann Guirane Ndamb. Gesundheit? Danke. Den kenne ich auch nicht. Sagt mir auch nichts. Wir können ja mal ganz kurz noch von Real Saragossa kam Ah. der zu. Sich. Wie Lauter auch immer. Spanier. Ja, Julian Draxler, für den deutschen Fußballfan doch bekannter von Schalke 04. Was der in Birmingham will, ja, Auslandserfahrung wahrscheinlich. Geld verdienen. Hat auch die meisten Tore geschossen bei Birmingham. Das wundert mich jetzt nicht groß. Schau mal in die Werte rein von dem. Können wir den brauchen? Na, ganz schlecht ist er nicht. Also, und ist vor allem erst 18. Aber hat halt 9, Alala, der ja, Marktwert. 9,8, ja, das ist halt. Übrigens Und hat. da ist er schon wieder weg. Erinnert ihr euch an meisten Tore geschossen? Jetzt guckt mal da oben. 6 Einsätze, Tore 1. Also ich glaube, Birmingham Spricht schon mal richtig für Birmingham. hat bisher richtig viel Geld, also richtig viel Tore geschossen. Also Hut Der ab. Sturm ist es auch noch nicht so der Knaller, was ich da gesehen habe. Nee, also ist, ich glaube, King sagt mir noch was, aber jetzt erstmal Nathan Redmond auf links außen. Redmond sagt mir was. Ja, genau, den haben die noch. Ja, sieht auch nicht aus, als wäre er erst gewechselt, sondern der war schon da. Dann auf rechts Wade Elliott. Wade Elliott. Ja. Ist im Spiel zumindest auch noch dort gewesen schon. Und dann Marlon King. Irgendwas sagt 33. mir Marlon King. Ich weiß bloß nicht, woher. Kommt aus Jamaika. Wie sagt er, nix. Okay, na gut. Dürfte auch nicht der Bruder von Lele King sein. Na, vielleicht habe ich auch den gemeint. Das kann gut sein. Okay. Ja, im Großen und Ganzen würde ich mal so sagen, machbar. Stark auf jeden Fall der Torwart. Und der Neuzugang Draxler. Draxler ist zumindest ambitioniert. Torgefährlich. Er ist zumindest ambitioniert und da ist halt die Frage, wie der hier, der Bardsley, wie der die Linie rauf und runter marschieren kann. Wird bestimmt auch interessant zu beobachten sein. Ja. Von der Aufstellung haben sie auch eine Raute wie wir, nur dass sie zwei Defensive haben. Und King im Sturm, der uns total unterlegen ist. Und halt die Außen sind ein bisschen offensiver gefühlt zumindest, weil sie halt weiter vorne stehen. Also wir haben ja keine Außenspieler, sondern eher rechte Mittelfeldspieler und linke Mittelfeldspieler. Aber ja, wie gesagt, im Großen und Ganzen sollte das durchaus machbar sein mit Birmingham. Meine ich auch. Vor allem ist es ein Heimspiel, wenn ich es richtig gesehen habe. Da eigentlich noch mehr. Und ja, sollen wir mal noch bis zum Spiel vor die Woche durchlaufen lassen und dann mal aufstellungstechnisch schauen. Ich denke, wir müssen Santon ja eh noch rausnehmen. Ja, passt. Wie schaut es denn eigentlich aus, wenn wir Santo nicht rausnehmen? Wisst ihr das? Ist uns der dann irgendwie sauer? Er ist zumindest verwirrt, dass er, glaube ich, irgendwas verliert er bestimmt auch. Also das würde gegen die generelle Sache von FM12 sprechen, wenn da nichts passieren würde. Ich meine, damals war das so ein Bug, dass da nichts passiert ist. Doch, doch, aber ich glaube, das haben sie mittlerweile gefixt. Also es ist definitiv, den sollte man rausnehmen. Ist halt die Frage, ob man da jetzt den Dinier ins kalte Wasser schmeißen oder einfach sagen, so. Du spielst jetzt halt mal. Von Beginn an. Viel Spaß. Ja, schlecht wär's. Also man mal Oder ein bisschen was tanken, wäre sicher nicht schlecht. ob wir dafür einfach Janschke bringen und Dinier auf die Bank setzen. Wäre die Alternative. Auch eine Idee. Janschke ist sicher noch besser als Dinier. Aber bei Birmingham können wir schon durchaus vielleicht mal was austesten. Ja, deshalb meine ich ja, ich würde die. Soll man Janschke reinsetzen? Und den je dann auf die. Wir können ihn ja Mitte der oder Anfang der zweiten Halbzeit dann bringen schon.
Je nachdem, wie Janschke sich schlägt. Ja, das oder umgekehrt, mir ist es relativ egal. Wie gesagt, wir können auch wegen mir können wir auch Dinier reinbringen. Mal zu Beginn an. Dass Machen einfach wir das mal, mal. dass einfach mal ein bisschen Luft schnuppert. Ja, Premier sonst kommt League dann nie Luft. dazu. Genau, Innenverteidigung müssen wir durchaus auch wechseln. Also Colocini mit 64 Frische, das geht gar nicht. Gerade auch gegen Birmingham, denke ich mal, können wir da vielleicht noch was Den machen. genau, den wollten wir eh Da wollten ein bisschen Williamson. zurück. Genau. Na Der gut. ist sollte jetzt wieder fit sein. Ja, ich meine, gut, Steven Taylor hat jetzt auch nicht den super frische Wert, aber da haben wir ja Crespi eventuell noch als Backup, denke ich mal. Oder? Was meinst du? Genau. Dass man den einfach auf der Bank und dann notfalls kommt er halt rein. Lass mal die ganzen neuen spielen. Ja, Sommer, Griezmann mal von Beginn an für ha Ben Arfa. Ben Arfa hat mir jetzt die letzten Spiele gar nicht so gut gefallen. Deshalb meine ich ja, da sollte man eigentlich mal ein Zeichen setzen und mal ruhig mal Griezmann bringen. Ja. Und Ben Arfa mal auf der Bank, dass er notfalls, wenn es wirklich total mies läuft, kann der ja schon nochmal Belebung bringen. Aber dass er wirklich mal merkt, Junge, jetzt kommst du erstmal auf die Bank. Gefällt mir. Dann Rosicki gefällt mir noch nicht so mit seinen 70 in der Frische. Aber das ist halt die Frage, wenn wir zu viele gute Wen wir da rausnehmen. als Alternative haben. Amalfitano. Und den oder halt Harris Vukic. Ah, lassen wir den mal drinnen. Ja, Vielleicht, notfalls müssen wir zur Pause halt dass man Amalfit, wirklich, so wie du wenn's. sagst, dass man Alternativen, also dass man auch ein paar Erfahrungen noch drinnen haben. Ja, und wenn wir Amalfitano vielleicht dann, wenn es bei Rosicki gar nicht mehr geht, können wir den immer noch bringen. Den Amalfitano, denke ich mal. Oder halt dann eben wieder Kabay, wenn wir zurückliegen sollten oder so. Ne? Passt. So, Demba Ba würde ich für Cissé bringen, weil der hat, also Cissé hat 73 Frische und Demba Ba ist mittlerweile wieder auf 83. Ja, klingt Dass gut. ich diesmal Cissé einfach erholen kann und wir dann halt bestnotfalls nochmal bringen, wenn einer wieder Ausreißer hat. Ja. Durchaus, weil Bar haben wir eben ein bisschen vermisst Ja. letztes Mal. Definitiv. Wie gesagt, ich kann mir ja gut vorstellen, dass Bar Bendtner irgendwie besser funktioniert. Ich frage mich nicht warum. Es ist einfach so, auch weil Bar irgendwie Sind eigentlich beides Sturmtanks? weil Bar einfach torgefährlicher war wie Cissé bisher. Ja, schon durchaus. Nee, Bar ist Strafraumstürmer, er ist kein Sturmtank. Ah, okay, vielleicht deshalb. Ja, mag sein, aber ich glaube, Cissé ist auch Strafraumstürmer. Ja, also ich weiß es nicht. Frag mich echt nicht warum, aber es ist einfach so. Warum? Okay. Gefällt dir unsere Aufstellung so generell? Oder müssen wir noch irgendwie tauschen? Eigentlich haben wir. Ja, oder wir bringen. Ich hatte gerade noch mal eine wilde Idee, aber dass wir Ryan Taylor auch mal eine Pause gönnen. Ich meine, der ist zwar bei 82, aber dass Janschke halt auch mal Spielpraxis kriegt. Weißt du, wie ich meine? Oh, das wollte ich dir ja sowieso noch zeigen. Fällt mir gerade so auf, wenn wir die beiden gerade schon so im Das heißt, dass wir links und rechts in der Verteidigung zwei neue gerade mal reinmachen. Das wollte ich dir noch zeigen. Diese Aufstellung Was zwischen gegenüberstellen? Janschke und Taylor, da siehst du hier nochmal so eine Zusammenfassung. Ja. Ja. Janschke ist ein bisschen größer, also Janschke ist immer rot. Der hat zum Beispiel größter Vorteil, hat er hier bei Einschüchterung. Ich meine, klar, Taylor ist bei Freistößen klar vorne, aber ja, kann man jetzt auch ihn deshalb verwenden oder nicht. Und da siehst du hier halt relativ genau in der Gegenüberstellung, wer wo besser ist. Und dann aufgrund dessen kann man halt immer einschätzen, okay, Janschke ist zum Beispiel beim Antritt um 5 besser als Taylor. Dafür ist Taylor um 2 noch schneller. Mein Janschke kann da durchaus noch aufholen, schätze ich, aber und das so als Gegenüberstellung finde ich das gar nicht so schlecht gemacht Ja, eigentlich. sieht man aber gerade bei den wichtigen Werten ist zum Beispiel bei Tackling ist Taylor noch besser als Janschke. Aber auch nicht mehr so weit weg. 3 Punkte.
Das wäre zumindest auch in der, im Laufe der Zeit könnte sich das noch ändern. Also Davor ist beim Kopfball wiederum andersrum zum Beispiel. genau, also es ist immer so ein Hin- und Hertauschen, und was willst du haben? Mein Kopfball ist jetzt für Janschke außen eh nicht ganz so wichtig, würde ich sagen. Oder? Davor ist die Sprungkraft wiederum anders verteilt. Auch Ja. ganz witzig. Und beweglich ist dann wieder Der eine Janschke mehr, springt, der andere also haltet den Kopf hin. der eine ist robust, der andere ist beweglich. Also es ist so ein bisschen, ja, man kann so ein bisschen damit spielen, aber ich würde Janschke halt gern mal eine Chance geben, nochmal sich zu beweisen, oder? Doch, ja, jetzt haben wir den gekauft. Und Müssen wir noch einsetzen. Ryan Taylor ist zum Beispiel auch so einer, wenn wir den jetzt auf der Bank lassen, der kann theoretisch für beide reinkommen, weil er links und rechts die gleiche Ding hat. Gleiche Spielstärke und auch gut eingespielt ist. Ich Da glaube, gehen das wir halt mal diesmal ein Risiko ein und spielen wir mal mit rechts und links 9. Aber ja, die brauchen auch mal Spielpraxis. eben, und wenn nicht, also wenn nicht gegen Birmingham, gegen wen dann? Vielleicht noch gegen einen anderen unterklassigen oder kleineren Gegner in Anführungsstrichen, aber ja, gegen Arsenal würde ich sowas zum Beispiel eher nicht machen. Okay, Rositzki haben wir gesagt, lass mal. Gut, dann gehen wir noch kurz zu den Mails, bevor es dann wieder zum Spiel kommt, ne? So, Jugendspiele, ihr kennt das schon. Esteban Lopez stelle ich auch anders ein, also offline mit Wolfsburg. Scout kehrt zurück. Okay, da müssen wir auf die Scout-Liste noch gucken. Gleich. So, Wen der wieder beobachtet hat. Anita ist auch fertig gescoutet. Okay. Okay, und Emre Can ist auf Stufe 10. Das interessiert mich jetzt noch kurz. Also er ist zwar auf Stufe 65, aber hat 8 Talentpunkte. Das ist schon mal nicht schlecht. Und hat hier auch Technik 79, Passspiel 80. Also ja, zumindest mal kein schlechter. Ja, gar nicht so Und übel. Marktwert 344.000, das ist jetzt auch nicht so schlecht. Hast du uns einen guten geraten? Danke nochmal. Genau. Ja, soll man da schon aktiv werden? Noch ist er günstig. Wäre die Frage. Die Frage ist halt auch, brauchen wir ihn? Können wir ihn gerade überhaupt einbauen irgendwo? Weil zentraler Mittelfeld ist eigentlich nicht das, was wir brauchen. Oder eher defensiv Und vielleicht. bei Defensiv gibt es schon wieder Abschwächungen. Ja, es ist noch nicht so viel mit Abschwächung, aber zumindest. Behalten wir uns mal in der Hinterhand. Hätte ich jetzt auch gesagt, glaube ich. Ja. Okay, dann schauen wir noch ganz kurz ins Blickfeld, bevor wir den Part wieder beenden. Ja, genau. Oh Mann. Quatsch, bei den Scouts war, oder? Ich bin völlig verwirrt. Hat sich da was getan? Nicht so viel, oder? Ich sehe jetzt doch, Raheem Sterling ist der. Der war vorher, glaube ich, nicht drin, oder? Sterling? Wie meinst du? War nicht drinnen. Also in diesem Scout-Bericht-Ding, war der da drin? Na, wir haben ihn reingegeben, aber. Ja, ins Blickfeld, aber das hier ist ja die Berichte von den Spielern. Nee, meine ich nicht. Eigentlich eher nett, oder? Ah, guck mal, jetzt kann man hier einen Scout-Bericht anzeigen. Auf einmal geht's. Also gut, wahrscheinlich in dem Nicht von allen. nur dann, wenn du ihn aktuell gescoutet hast. Ist ja auch logisch. Ich schmeiß danach alles weg, was ich je über den Spieler gelesen habe. Überdurchschnittliche Schusskraft, sehr beweglich, bei 11 Metern ein Wackelkandidat, spricht unsere Sprache nicht und er ist topfit. Husky, gute Gute Perspektive. Perspektive. Gibt es da mehrere Scout-Berichte? Kannst du mal beim Datum gucken? Ne, Nee. nur den einen. Ist eben nur über den Spieler, deshalb geht es wahrscheinlich nicht mehr. Oft wird er mehrmals gescoutet. Ich finde aber schade, dass man die anderen, also die Alten, nicht anschauen kann. Ja. Warte mal. Schon, ja. Hier Spielerinformationen nehmen wir. Ach so, ja, nee. Klar. Neymar? Das war übrigens auch ein Tipp von High Loki, aber wie gesagt, 30,6 Millionen Pfund. Da müssen wir noch ein bisschen sparen. Okay. Gut.
Hast du noch irgendwas, Walburg? Nee, nee, dabei nicht. Können wir eigentlich gleich ins Spiel gehen? Ja, und für euch heißt es bis zum nächsten Mal. Also, bis dann. Ciao. Ciao.